gate from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Alter. Das war die Mama. Das war meine Mama. Da steht auf jeden Fall drin, da steht ja noch alles. Die werfe ich an, die Keule. Vorsichtiger, vorsichtiger. Los, ich kann das nicht klappen, würde. Oh, Alter, der hat echt gebissen. Wunderschönen guten Morgen, Leute. Heute sind wir mal wieder am Großgewässer unterwegs. Heute bin ich unterwegs mit Fabi wieder. Grüße. Kennt ihr ja schon. Und mit Daniel. Moin. Sein Instagram blende ich auch mal da unten ein. Checkt es auf jeden Fall mal ab. Und wir melden uns. Bis dahin. Viel Spaß. Ich fische hier den Dexter Shad. Wir haben ja ein selbstgebautes Shallowick. Und vorne habe ich die Aufnahme vom Pikecraft-System, weil ich immer das Problem hatte, dass ich immer nicht richtig das Blei montieren konnte, sodass der Köder auch absinkt. Wir fischen hier mit 20 Gramm, sodass ich auswerfen kann und nicht lange absinken lassen muss, sodass ich gleich weiter durchziehen kann. Boah, alles voll Futterfisch hier. Ja? Boah, das ist geil. Oh ja, große Futterfische, Alter. Ui. Ui. Ja, ich fische wie im letzten Video auch schon den Köder von Hostage Valley Lures in Fire Tiger. Da kamen in letzter Zeit eigentlich alle Fische drauf und der ist auch schon richtig zerhackt. Ich führe den auch gerickt mit einem Shallow Rig mit 20 Gramm vorne dran, dass man die Kante schön absinken lassen kann. Und ja, ich vertraue mal an den Köder, weil... Alter, das war die Mama. Das war meine Mama. Da steht auf jeden Fall drin, der steht ja noch da. Die werfe ich an, die Keule. Vorsichtiger, vorsichtiger. Los, ich kann das nicht klappen, würde. Oh, Alter, der hat echt gebissen. Quatsch. Alter, doch, kein Scherz, richtig brutaler Biss. Funny eben. Wir sehen auf dem Echolot eine richtig, richtig dicke Sichel. Ich sag noch zu den Jungs, ich werf sie mal an, werf zurück. Wir treiben die ganze Zeit. Ich lasse die Rute einfach stehen und ja, einmal gekurbelt, nochmal stehen gelassen und dann gab es einen richtig fetten Knall. Warum der auch nicht hing, das ist mir ein Rätsel. Ihr könnt euch ja mal den Köder angucken. Ja, manchmal ist das auf jeden Fall ein Rätsel. Obwohl der Stinger direkt daneben ist, hing der Fisch irgendwie trotzdem nicht. Komisch. Auf jeden Fall war das ein richtiges Brett. Guck mal aufs Echolot einmal. Film mal einmal ab. Der ist sogar gewesen sein, ne? Ja. Ist groß? Ja, würde ich mal sehen. Funktioniert. Kleiner Süßer, den werden wir gar nicht messen, der ist mir zu klein. Der kommt gleich wieder zurück ins Wasser. Ja, oder? Oder? Ich glaube, ich habe einen. Oh, der hat den einfach komplett beim Absinken genommen. Ja. Oh, der ist gut. Kannst du einmal meine Rute nehmen? Ja. Und ich dachte nur... Wer? Hab ich. Hab ich, meine ich. Der hat den voll beim ersten Absinken genommen. Ich hab den Biss. Boah, das war eine Krass. Mir was richtig Komisches passiert. Ausgeworfen, absinken lassen.
und weg das Ding. Und der scheint nicht schlecht zu sein. Geil. Was hast du dazu? Immer mit straffer Schnur runterlassen. Ja, also vorhin halt schon mal gewesen, genau das gleiche Szenario, bloß ja, einfach nicht konzentriert gewesen und dann, ja, was jetzt? Ach so, ich dachte, du wolltest mir irgendwas sagen. Der kam jetzt schön an der Kante, ein bisschen besserer. Wir mussten ihn jetzt leider abhaken schon, sonst hätte ich euch den Köder dazu noch gezeigt. Kam wieder auf Posted Schwelly Lures. Oh, das ist jetzt ein guter. Nein, kleiner Scherz. Ich halte ihn mal vorne an. 84 hat er. Ne, 83. Ich möchte euch noch einmal zeigen, wie wir unsere Köder montieren, damit wir auch praktisch den Gummifisch mit Haken vollsetzen können, sodass die Fische auch hängen bleiben. Und zwar gibt es von Pikecraft das System. Und da gibt es so eine Screws, die haben hier oben so einen schönen Bogen. Da kannst du Gewicht drauf machen, in meinem Fall jetzt 20 Gramm. Und diese Screw kannst du einfach in deinen Köder reindrehen. Und ich zeige euch gleich einmal, wie das fertig montiert aussieht. Sieht ja jetzt fertig montiert aus. Wir haben hier zwei Drillinge. Eine sehr kopfnah, weil die Hechte auch oft auf den Kopf raufgehen. Und eine hinten am Schwanz, falls die Hechte den Köder mal nicht richtig treffen sollten oder so. Und da wir auch an den Kanten fischen und nicht im Flachwasser fischen, es ist ja wie gesagt auch ganz wichtig, dass wir Bleifrosch halten. Pikecraft hat so ein geiles System. Wir haben hier Bleikugeln, die wir raufschieben können. Und das auch wahlweise in unterschiedlichen Grammanzahlen. Einmal 5 Gramm und zum Beispiel 20 Gramm. Also haben wir eine geile Sache. When it rains, it pours. Water's up to my chin. Alter. Hast du das gesehen? Geiler Biss, geil. Zwei Löcher nur hier. Guck mal hier. Löcher? Ja. Zerti. Fuck you, Alter. Alter, Zerti, das wäre heftig gewesen. Das wäre richtig geil gewesen. Nur Löcher, nichts. Das wäre heftig gewesen. Ich hab gedacht, kann ich. War das jetzt ein Rumpf eingehauen? Jo, war doch. Ja, ja. Geil! Geil, Mann! Heftig! Was hat er? Der hat 94. Ja, jetzt hat es bei mir endlich geklappt. Eben gerade einen Fehlbiss gehabt, wo ich ziemlich sicher bin, dass es ein Zander war tatsächlich. Und keine 5 Minuten später. Endlich entschneidert. Habt's gesehen, jetzt sind alle entschneidert. Richtig geil. Daniel hat jetzt auch noch umgestellt aufs Jiggen, weil wir haben festgestellt über das Echolot, dass die Fische doch noch auf dem Grund liegen, die meisten, und ein bisschen passiver sind. Und jetzt einen richtig fetten Zanderbiss wahrscheinlich als erstes bekommen. Ja, und jetzt diesen nice 94er Pike drauf. Also so kann es weitergehen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bis zum Mittag machen wir. Ja, ich wollte euch auf jeden Fall auch nochmal sagen, wie wir hier angeln. Wir stellen uns eigentlich immer ins Tiefe und werfen ins Flache rein. Und dann fischen wir immer langsam die Kante ab. Und ja, jetzt war eigentlich der Schlüssel so ein bisschen, dass man grundnah fischt, weil die Fische ja echt noch ein bisschen passiv sind. Und so kamen jetzt die ganzen Fische eigentlich auch raus. Und ja, viele auch auf dem Echolot gesehen. Und wie gesagt, den einen vorhin einmal angeworfen, der hat sogar einmal zugelangt. Aber naja, wir werden uns jetzt noch ein paar Kanten raussuchen und dann schauen, ob noch was geht. Oh, so einen langen Arm habe ich gar nicht. Endlich vorbei. Wir haben ein paar Hechte dann doch noch. Oh, das war dumm. Ja. Nochmal. So, wir haben jetzt getrailert. Heute vor heute. Boah, schon wieder versprochen. Fang du mal an. So, Freunde, wir sind wieder drinnen. Der Tag war erfolgreich. Wir konnten 3 schöne Hechte verhaften. Ich glaube, es hätte nicht besser sein können, außer dass wir die Fehlbisse, die Daniel noch hatte, verwertet hätten. Na, Tom auch. Ja, ja, gut. Ja, im Endeffekt typisches Kantenangeln, ne? Wenig Fisch.
Aber dafür wären dann eigentlich gute, außer bei mir. Beim nächsten Mal wird es auch besser. Aber ja, trotzdem geil, genau, eigentlich. Wir konnten ein paar schöne Fische fangen. Hoffentlich ein geiles Video zusammenstellen und ja. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Nächstes Mal redet Daniel auch ein bisschen mehr. Erstmal reinkommen. Das schneidest du raus. Wenn ihr ein paar Likes da lasst. Genau. Ciao, ciao. Ciao.